Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Jetzt hier am Berliner Hauptbahnhof. Ich bin auf dem Weg, meinen Transporter abholen. Maske ist Pflicht. Hier ist es auch totenstill und komplett leer. Ich werde euch das gleich mal ein bisschen zeigen. Aber bleibt dran, ihr seht gleich meinen neuen Transporter. Hey, willkommen zurück. Was kann ich jetzt schon sagen? Ich bin um 5 Uhr aufgestanden, bin dann kurz nach 6 losgefahren, ab 7 war ich im Zug und dann auf dem Weg nach Berlin, der eigentlich ein ziemlich kurzer ist, war es dann so, und ich hoffe, man hört mich gut, trotz Maske, war es dann so, dass tatsächlich erstmal ein medizinischer Notfall war auf der Strecke. Das heißt, der Zug wurde angehalten, wir mussten aussteigen, eine Stunde warten, dann kam der nächste Zug. Entsprechend habe ich mein ICE verpasst, komme jetzt also nicht pünktlich nach Bayern zur Abholung meines Transporters. Hoffe aber, dass es ab jetzt gut läuft, weil dann würde ich noch gerade so zu den Öffnungszeiten erscheinen. Und dann sind ja nochmal mit dem Transporter ungefähr 6 Stunden Fahrt zurück ins schöne Brandenburg. Ja, also dann Daumen drücken. Bis später. Kleiner Zwischenbericht. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Nürnberg, habe jetzt 2 Stunden Verspätung und denke, ich müsste so kurz nach 16 Uhr, wenn alles gut geht, am Zielort sein und den Transporter in Empfang nehmen können. Das Autohaus hat zum Glück keine Probleme mit der Verspätung, da geht alles klar. Jetzt hoffe ich, dass es einfach genauso flüssig weitergeht. Die Landschaft wechselt immer mal zwischendurch, was echt ganz nett ist, und es sitzt sich sehr bequem. Reisegeschwindigkeit 250 km/h. Was will man mehr? Super. Die Straßen sehen auch von hier aus frei aus. Das ist manchmal Schnee, manchmal auch alles trocken. Von daher gehe ich von aus, dass die Rückfahrt dann auch entspannt wird. Bis später. Hi Leute, kurzer Zwischenstand, beziehungsweise nach langer Zeit ein Update. Ja, es schneit wie verrückt. Ich bin jetzt, ich weiß nicht wie viele Stunden unterwegs, auf jeden Fall genug. Es ist 23 Uhr, ich habe noch 50 Kilometer zu fahren, aber die Straßen bzw. die Autobahn wurde immer beschissener, ihr habt es ja bestimmt gesehen. Der Transporter sieht echt klasse aus. Ich freue mich, euch den zu zeigen. Aber ansonsten zeige ich euch erstmal, wie es gerade hier aussieht. Und einen richtig coolen Transporter-Porn. Transporn. Transporn klingt falsch. Gibt es dann auch noch. So, 2 Wochen später. Ich bin zurück in der Heimat. Wie ihr seht, ist alles weiß hier um uns rum. Der Schnee ist liegen geblieben, es ist auch bitterkalt, aber nichtsdestotrotz, hier kommt jetzt mein neuer Transporter, hier kommt Bob.
Also, Bob von außen. Kommt mal mit. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass er Nebelscheinwerfer hat. Und die Nebelscheinwerfer dienen auch als Abbiegelicht. Das heißt, es leuchtet die Straße beim Einlenken noch mal ein bisschen mehr aus. Braucht man nicht, hat er aber. Was er noch hat, was man natürlich nicht braucht, aber was super cool ist, ist 17 Zoll Alufelgen. Normalerweise haben alle Transporter ja, die ich so gesehen habe, in meinem Preissegment Stahlfelgen. Bob steht schon auf Alus. Klasse, nehme ich mit. Und ich muss dazu sagen, was natürlich der Fall ist, ist, ich wollte eigentlich viel mehr Geld fürs Motorrad ausgeben als für einen Transporter. Hatte zwischenzeitlich sogar überlegt, einfach alles sein zu lassen und mir einen Transporter ohne Tempomat, ohne Klima zu holen, nur um mehr Kohle fürs Bike zu haben. Aber dann habe ich tatsächlich Bob gefunden, der wirklich noch in einem super Preisrahmen liegt und als eierlegende Wollmilchsau alles hat, was ich brauche und nicht brauche. Was hat er noch? Er hat hier eine Anhängerkupplung. Das heißt, auch wenn ich mal noch ein Bike ziehen will oder später mich vergrößern will, habe ich die Möglichkeit mit der Anhängerkupplung das zu machen. Und er hat eine Rückfahrkamera. Für mich, die absolut nicht einparken kann, vor allem nicht rückwärts, ist die Gold wert. Und ich sehe, was hinter mir los ist. Gerade bei den Transporter, super cool. So, dann gehen wir jetzt mal rein und ich zeige euch und sage euch, wie er ausgebaut werden soll. Was haben wir hier? Wir haben 2,50 Meter Ladelänge und was ich geplant habe ist, der ganze Transporter wird mit Armaflex gedämmt. Die Wände werden hübsch gemacht, also ein bisschen neu gestrichen. Und das Wichtigste, hier kommt ein Bett rein. Ihr seht es schon an den Markierungen am Boden. Das wird ein Bett 60 cm x 1,90 m, was ausgezogen werden kann und dann bei 1,20 Meter x 1,90 Meter liegt, was super für mich und meine Partnerin, meine Freundin passt. Wir sind ja beide nicht so riesig. Und wenn ihr mal schaut, einfach dieser Gang fürs Motorrad, das ist noch breit genug. Das heißt, hier habe ich super viel Platz noch, um mein Rennstreckenbike reinzuschieben. Das ist es. So, was hat Bob hier vorne alles? Wie gesagt, aus Bayern geholt. Ich bin dankbar für den Tempomat, den er hat. Er hat eine Freisprecheinrichtung. Er hat ein Navigationssystem. War mir nicht super wichtig, aber jetzt, wo ich es wieder habe, finde ich es super angenehm, weil ich hatte es vorher auch in meinem anderen Auto. Also ich habe ja mein Auto verkauft, um mir den Transporter zu kaufen. Und da hatte ich auch ein Navi drin. Und das habe ich oft genutzt, wenn ich halt unterwegs war, dahin, wo ich mich nicht auskannte. Klar, man kann sein Handy nehmen, aber ich mag es mit dem Navi, mit der Größe vom Display doch schon mehr. Was hat er noch? Er hat Parkpiepser hinten. Piepst natürlich hier. Und die Rückfahrkamera. Die ist okay, aber das wird hier in den Spiegel rein projiziert. Und man sieht, wenn es richtig dämmerig ist, schlecht. Und wenn es super hell ist, auch schlecht. Von daher, das ist von Opel nicht optimal gelöst. Die neueren Opels haben es auch wieder anders. Das ist ja sozusagen die Vorgängerversion noch von dem aktuellen, der Opel Vivaro B. Ansonsten hat er nicht viel mehr. Klar, elektrische Fensterheber, aber das brauche ich auch nicht unbedingt. Was ganz cool ist, ist halt, dass die Sitze noch und hier vorne alles im Fahrerhaus super sauber ist, was für einen Transporter und ein Handwerkerauto auch nicht so immer ist. Und der Fahrersitz nochmal neu bezogen wurde. Von daher steht Bob ziemlich cool da. Und ja, wie wird es jetzt weitergehen? Das nächste Video wird, denke ich, sein, dass wir Bob dämmen, dass wir euch mitnehmen und einfach zeigen, okay, wie sieht es aus, wenn wir da hinten loslegen und Bob richtig schön winter- und sommerfest machen. Das heißt, wir frieren nicht mehr drin, aber es wird auch nicht mehr ganz so heiß drin. Wenn ihr Lust drauf habt, abonniert das Video und den Kanal, am besten nur den Kanal und dem Video gebt ihr ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.